Willkommen zurück. Da es im Kloster nicht mehr weiterging, es dort keine Dialoge mehr gab, sind wir jetzt hier an der Landezone. Bevor wir zurückkehren und uns einer weiteren Aufgabe widmen, werden wir uns hier einmal anschauen, was wir einsetzen können. Beziehungsweise wieder ein bisschen skillen. Ja, das ist natürlich nice gegen die Chaosbestie. Wegstoßen, okay. Ein bisschen tanken. Da würde ich, glaube ich, wirklich eher Todfeind nehmen. Gerade dann so gegen etwas dickere Gegner kann man das, glaube ich, wunderbar einsetzen. So, jetzt müssen wir mal zwei Waffenkampf. Den werden wir einsetzen. Wir tragen ja zwei Waffen. Deswegen passt das. Ich muss mal eben schauen, wie schaut es hier EP-mäßig aus. Ja, knapp ein Viertel wieder zusammen. Was haben wir hier? Der volle Wunden hat. Ja, passiert das wirklich so oft? Schwäche offenlegen kostet jetzt gar nichts mehr. Vielleicht komme ich dann auch in den Flow, das vorher einzusetzen. So, Logik geht hoch, dann sind wir dort erheblich höher. Ja, als Healer nutzen wir den gar nicht, ne? Ja, dann ziehen wir das einfach mal hoch. Ein weiterer Krieger. Oh, der hat aber hier mehr Dinger zum... Ah, das ist so eine Art Hybrid. Alles klar. Das ist doch nice. Markieren wir mal. Was haben wir hier kampftechnisch? Hört sich interessant an. Ja, nehmen wir das ein bisschen boosten für alle. Das ist nice. Na, der hat das Ding schon. Zähigkeit ist gut. Gut, denke ich mal. Er hat hier auch diese Sachen. Hier nehmen wir mal den kraftvollen Hieb zum Wegkicken. Ja, ich weiß nicht. Nee, Wegkicken bringt, glaube ich, auch nicht so viel. Hier hast du auch noch nicht den Zwei-Waffen-Kampf, also freischalten. Unsere Hexe. Ja, bei ihr weiß ich nie, was ich auswählen soll. Ja, Flammenwerfer zu nutzen ist, ja, weiß ich nicht. Willenskraft haben wir hier wahrscheinlich schon, oder? Ja, haben wir schon.
Eieieiei, einfach zu viele Fähigkeiten. Na, das hört sich erstmal nice an. Das ist ja aber nur für den ersten Crit-Angriff. Dann nehmen wir einfach Psi-Wert. Sie ist ja eine Psi-Dame. Also das sind nochmal 10. Die anderen sind gesperrt. Heal, nee, Wissen. Na gut, dann machen wir das. Und als letzte im Bunde klingt interessant. Er verursacht mehr Damage, ist natürlich nice. Ja, mehr oder die doppelten Schüsse, aber weniger Damage. Dann glaube ich konzentriertes Feuer. Ja, wir machen mehr Damage und kriegen Ausweichreaktion. Na komm, Achtsamkeit wird uns vorgeschlagen, von daher nehmen wir diesen Vorschlag mal an. Wunderbar, damit ist der Stufenaufstieg durch und wir düsen zurück zu unserem Schiff. Rogue Trader, I was somewhat brusque at our first meeting and I would like to make up for it by expressing my thanks for your assistance in the electrodynamic synobium. Your arrival could not have come at a better time. Thanks to you, I have succeeded in finding the object that brought me to this system in the first place. Now that the weapon of corruption has been seized from the cult, I can satisfy the Lord Inquisitor's wish and travel with you to Footfall, once you have finished your business on Rykat. There is one more thing. The Lord Inquisitor gave me this item some time ago. He must have thought it likely that I would find myself aboard this vessel sooner than he. I was instructed to deliver this device to Lady Theodora. However, given recent events, I believe I ought to present it to you. This is an elucidator, a sacred machine capable of translating the languages of remote and lost worlds into Low Gothic. It can even process Xenos languages to a certain degree. Not without infelicities, but possibly well. Ich glaube, wir antworten mal nett und nicht paranoid. May the Elucidator serve House von Valancius as faithfully as it has served the acolytes of the Holy Ordos up to now. Ja, ihm eine Verräterklinge zu geben, wäre, glaube ich, nicht so gut. Ja, fragen wir ihn mal ein bisschen aus. I would like to offer my assistance in resolving your immediate problems. I am aware that the ship suffered considerable losses during the recent mutiny and was damaged by the cultists' actions, and you have lost many valuable officers as well. You are in a difficult situation. I am at your disposal. It all depends on the Electro Priests who survived the attack. Fortunately for them, the cultists did not manage to seriously corrupt the holy site, partly thanks to the priesthood's efforts. Nevertheless, I would not be surprised if the local explorator fleet decides to audit and purge the damaged units,
once it hears about what has happened. Thank you for your time. Please consider me at your complete disposal while I am aboard your vessel. Und er ist nicht vertont. Mit dem Gouverneur sprechen schon wieder. Oh Mann, okay. Nee, da geht's nicht raus. Wo geht's hier raus? Gut, dann gehen wir mal an die Karte ran, mal schauen, wie es jetzt hier ausschaut. Hatten wir hier nicht auch noch irgendwie Mission oder sowas? So, der Bunker ist Gouverneursgedöns. So, den nehmen wir raus, sie nehmen wir mit. Sonst haben wir zu viele Soldaten. Und dann müssen wir natürlich auch sie noch mal ein bisschen hochskillen. Na? Wieso willst du nicht? I guide humanity between the stars. Okay, sie will irgendwie nicht. Na gut, dann machen wir das später. Quatschen wir dann erstmal mit dem Gouverneur. Und hoffentlich kriegen wir jetzt neue Lakaien für unser Schiff. Ja, gut, dass wir einen höheren Profitfaktor erhalten haben, aber 6 Erfahrungspunkte ist ein bisschen wenig. Das klingt gut. Wir werden mit den größten Ehren befeiert. Was ist das? Ein Reptil, okay. Quasi das Pferd der Galaxis. Das könnte auch stinken, was er jetzt hier plant, dieser Triumph. So, jetzt können wir hier endlich skillen. Sehr schön. Dann, ja, Zwang ist, glaube ich, nicht ihr Kerngebiet, ne? Überreden kann sie gut. Und hier geht dann auch nochmal Handel, Zwang und Überreden hoch.
Nee, das ist auch nicht gut. So, ich muss mir jetzt hier mal in aller Ruhe anschauen, was wir nehmen könnten. Also, die meisten Fähigkeiten waren darauf aus, wenn wir unsere Verbündeten buffen, dass wir dann Bonus bekommen. Das mache ich nicht, weil ich jetzt sicher bin, dass sie eher Angriffsskills gegen Gegner hat. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal jeder Verbündete, der seinen Zug neben ihr beginnt, bekommt nochmal Bewegungsbonus. Bewegungspunkte waren bei mir in letzter Zeit immer ein kleines Problem. So, ich muss mal eben schauen. Ne, hier Zähigkeit, ne. Ja, gehen wir hier nochmal auf Gefolgschaft hoch, dann Zwang, Überreden und Handel. Sie ist eher so die Diplomatin. Das passt. Und dann können wir mal schauen, ob wir jetzt hier in eine Falle hineinlaufen. So, dann erzähl hier mal ein bisschen was. Ja, das stinkt alles zum Himmel. Na, das ist, glaube ich, am... Na, komm, starten wir den Triumph. I'll lay claim to the stars. So, müssen wir jetzt hier einfach hoch? None shall stand in my way. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich zwischendurch gespeichert? Ich hoffe nicht, dass mir das Ding hier gleich um die Ohren fliegt. Victory awaits. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay. Mir liegt ein Spruch auf der Zunge, aber ich glaube, ich lasse es. Oh, uns ist nichts um die Ohren geflogen. Das ist doch schon mal gut. So, es wird etwas Schreckliches passieren. Ist das jetzt die Vorahnung unserer Hexe? Begrüßen wir die Bürger. Und uns fliegt was um die Ohren.
das ist die Leiche von Aurora. Sind wir jetzt tot, weil wir auch auf dem Planeten waren? Nein, wir müssen kämpfen. So, wir haben hier 18 Gegner, aber auch den ein oder anderen Verbündeten. So, wo positionieren wir uns? Sie versteckt sich hier erstmal schön hinter ihm. Sie kommt dahin. Und sie kann hier gleich ein paar Kettenblitze rauswemsen. So, gut. Ja, das sieht gut aus. Ja, auf dieser Seite sind die irgendwie ein bisschen stärker, oder? Unverfehlt. 95% unverfehlt. Faith without deeds is worthless. I'll do it. Ja, zumindest den hast du noch mal reingewämst. Eieieiei. Gut, der erste Verbündete ist schon mal weg. Okay, gut. Dann steigen wir mal ein in den Kampf. Ne, wir werden uns erstmal hier ein bisschen boosten. Boom. Mit einem HP hat er jetzt überlebt, ne? Ich glaub's nicht. Gut, dann machen wir das halt eher so. Ich muss mal schauen, war das... Ja, das war der Skill. Oh, Verbündeter ist draufgegangen, aber Schwund gibt's überall. Oder nee, der Verbündete ist nicht ganz drauf gegangen. I am a navigator, not a servitor. Na, schade, die bekämpfen sich nicht gegenseitig. Can I fall back now? I know my east to come.
So, erstmal da raus. Na, die sind hier auch maximal ungünstig für unseren Kettenblitz positioniert. Den könnten wir ausschalten. Der Vollstrecker wird dann auch mit ausgeschaltet. Oh shit, das habe ich nicht gesehen, dass der wieder zurückkommt. So, weg mit dir. In den Rücken, aber seinen Kollegen umgenietet. Ja, Nummer 1 und Nummer 2. Ach, da hinten ist auch noch ein Kultist, sogar ein Anführer. Sehr schön. Der Vollstrecker vollstreckt. Ausgewichen, wunderbar. Aber Madame Hexe leider nicht. Die ist auch ziemlich angeschlagen. Ah, es sind noch mal mehr dazugekommen. Kannst du jetzt hier nicht kämpfen, oder wie? Das sollte passen. Jupp. Der hätte überlebt, aber durch die Void ist er draufgegangen. Wunderbar. Oben muss ich als nächstes hin. Erstmal hochboosten. Ja, den können wir jetzt nicht angreifen, weil er zu weit weg ist. Der Schuss auf die Hexe ging daneben, sehr gut. Wenn die beiden draufgehen. Nee, nicht beide. Sehr schön. Und er greift auch noch mal seine eigenen Leute an. Das ist doch wunderschön. Zumindest hier mal in die volle Deckung. Sehr gut, 3 down. Sah auf den ersten Blick gar nicht so gut aus. Schade, knapp überlebt.
I've suffered worse. A tactically sound approach. At your beck and call. So, der Anführer ist hinüber. Hoffentlich kann er keine neuen mehr holen. Ich wollte schon sagen, wow, der ballert aber richtig daneben. Ja, das ist Kacke. So, sieh mal eine an. Sie startet neben Cassia und hat hier sehr viele Bewegungspunkte. Das ist doch gut. So, Cassia kann sie in aller Ruhe platt machen. Das ist nicht das Problem. So, da kann ich gleich auch nochmal einen Kettenblitz reinballern, falls sie überlebt. Oh, das sieht nicht gut aus. Den, nee, nicht den umhauen, der ist eh fast down. So, sehr schön aufgeräumt. Die volle Deckung gönnen wir uns. Schade, nicht komplett gekillt. So, der ist hinüber, sehr schön. Ah, shit, unsere Hexe ist down. So, weg ist er. Da war es nur noch einer. Genau der. Ah, shit, die Hexe ist down. Ja, super. Also wenig Informationen. Wir wissen ja aber grob, was passiert ist.
Ja, okay, sie dissen sich noch gegenseitig. Dafür ist Zeit. Ja, jeder rette sich, wer kann, ist natürlich die bessere Lösung, aber wir sind mal hier ein bisschen freundlicher und sagen, wir versuchen zu retten, was geht. Brace yourself, Abelard. Gut, sammeln wir hier nochmal eben ein paar Sachen ein. Und die große Frage ist natürlich, wie kommen wir zum Raumhafen? Ja, nur über diesen Weg. Ich hab's mir schon fast gedacht. Jetzt müssen wir quasi den gesamten Weg, den wir ganz zu Beginn gegangen sind, nochmal zurückgehen. Ja, lauf da doch nicht durch. You don't frighten me. A new challenge for me. Oh Mann. How dare you? Oh, das war ein Greta Thunberg-Spruch. Follow my lead. Gut, dann zum östlichen Ufer. So, was haben wir hier? Einfach mal dahin laufen. Wenn es zwischendurch Kämpfe gibt, dann ist es halt so. Okay, das ist gar nicht Aurora selbst. Das ist wahrscheinlich diese komische Gottheit, Dämon. Man weiß es nicht. Danke für den Austausch. Weiter geht's. Und... ach Gott. Also 13 Gegner. Da haben wir eine schöne fette Chaosbestie. Und hier auch so gut wie null Deckungsmöglichkeiten. Ja, sie muss eigentlich genau dahin. Nee, das sieht nicht gut aus. Und sie für den Bewegungsboost dahin. Schlecht platziert, aber wirklich viele Möglichkeiten hatten wir da auch nicht. Gut, unsere Hexe ist am Start. Der splasht nicht weiter, ne? Sieht nicht danach aus. Gut. Ah ja, stimmt. Kann ich mit ihr nicht draufsetzen? Ach, da unten sind noch welche. Da sind nochmal zwei Chaosbruten. Oha. Dann nehmen wir den mal raus.
Wunderbar. Ich würde gern auch nochmal den zumindest hier ankratzen. Sehr schön. Ah, verdammt, sie hat hier eine Schädelverletzung. Das ist nicht gut. Oh, den nehmen wir raus. Oh, da hinten haben wir noch einen einsam verwirrten Kerl. Wir müssen halt schauen, dass wir hier oben die Fläche schützen, säubern. Und alles, was dann von unten hochkommt, wird dann niedergemetzelt. Ah, shit. Die Chaosbrut kommt schon hoch. So. Pascal ist... Ah, hier sind auch noch zwei. Ich dachte nur einer. Obwohl, hier hätte ich auch eine Salve durchballern können. Ja, super. Dadurch, dass ich ihn da jetzt so... Dann müssen wir das halt so machen. Oh, sehr gut. Ich habe gehofft, dass die da hinten sich gegenseitig platt machen, aber so passt das natürlich auch. So, was wir jetzt hier machen können, ist boosten. Draufwämsen. Nee, den nicht. Hier nochmal draufhauen. So, da haben wir jetzt unsere Hexe. Die kann hier natürlich jetzt nicht mehr so viel machen. Außer ihn wegburnen. Dann kann sie auch hier hingehen und dann notfalls, was hochkommt, gleich wegbrutzeln. Genau, stell dich ruhig in die Wolke. Das ist perfekt. Sie kann hier auch draufballern. Ja, 22, ne? Ein bisschen wenig. So, Kollege. Du bist jetzt der wichtigste Mann. Das funktioniert natürlich wieder nicht, weil er sich da hinten verschanzt. Feigling. Und diesen Frevel werden wir bestrafen. Wunderschön. So, dann haben wir hier hinten alles sauber. Bestie umhauen und vernünftig positionieren. Da kommen nämlich zwei weitere. So, wunderschön. Ja, die... Doch, die können vernebelt werden. Sehr schön. Das hat doch sehr gut funktioniert.
Und dann können wir vielleicht mit ihm auch gleich schon dieses Erzfeind-Gedöns ausprobieren. Und das ist hier ein bisschen riskant. Aber es funktioniert. Und er schmeißt eine Granate hoch. Nicht nett, nicht gut. Na, theoretisch kann sie von hier auch alle angreifen. Was machen wir? Wir greifen nochmal an. Oh, wir haben Stufenaufstieg. Sehr schön. Aber erstmal müssen wir überleben. Nicht getroffen, schade. Ja, das war genau die Kackposition, die ich meinte. So, du düst hier nochmal eben schön durch, dann bist du in der nächsten Runde wieder am Start. Natürlich müssen wir das machen. Es funktioniert, sind aber nur jeweils 8 Damage, 9 Damage. Mal schauen, vielleicht können wir die ja vernebeln. Irgendwie nicht. Ein bisschen buffen. Ja, wir müssen Pascal den Bonus geben. Der macht ja nochmal ein bisschen mehr Damage. Ja, dadurch, dass sie eine Kopfverletzung hat, will ich hier mal nicht ein bisschen, will ich nicht zu viel riskieren. Also schön auf die da hinten. Das ist safe. Ansonsten hätte ich die hier auch noch verbrennen können. Wenn ich jetzt hier hingehe und mit der Schrotflinte einmal durchballer, sehr schön, dann greife ich niemanden von meinen Leuten an und 20 Damage, okay, kann ich gut mit leben. Na, sorry, ich musste jetzt aber hier den Weg abschneiden. Nützt nix. Sehr schön. Er kommt hier natürlich nicht durch, aber der macht nochmal mehr... Nein, shit. Ah, verdammt. Da war ja noch ein Skill, den ich hätte einsetzen können. Mit einem HP überlebt. Nice, danke schön. I will do my duty.
It will be done. So, dann kann sie aber gleich wieder nach vorne gehen, drauf wemsen. Er kann hier die Deckung ausnutzen. Macht wieder ordentlich Damage, nice. So, das geht an meinen Leuten vorbei. Sehr schön. Ah, wunderbar. Und da kann ich jetzt gleich einen Bolt nach unten ballern. Na, dafür bleibe ich aber erstmal hier oben stehen. Sehr schön, da ist sie. Das passt. Wunderschön. Okay, das hat funktioniert. Wir haben noch zwei Gegner. So, nee, wir müssen die Schrotflinte rausnehmen. Was haben wir hier? 43, 43. Natürlich nicht getroffen. Na, langsam nähert sich das Eichhörnchen, ne? Habe ich hier eine... Ah, da hinten. Oh, 16% getroffen. Pures Glück. Sehr schön. So. Sie kann hier natürlich nicht durchballern. Ja, das greift ihn nicht an. Okay. Und jetzt nimmt sie mir da natürlich einen wichtigen Bewegungspunkt weg. Ja, er kann dann natürlich wieder durchballern und alles ist schick, klar. Ich kann sie nicht brennen lassen, schade. Hier kann ich natürlich wieder nichts machen. Oh, das Leben ist so unfair. Boah, wie sie wieder rumbölkt. So, Kollege, jetzt hast du dich in eine ungünstige Position manövriert. Für dich ungünstig, für mich sehr günstig. Boom, weg. At your beck and call. So, Mr. Pascal gönnt sich hier auch nochmal eine Deckung. Obwohl, ja, komm. Nee, die Wolke reinstellen ist... Ach, das ist Cassia. Me? If you insist, Lord Captain. Ah, schade. Ich habe gehofft, dass der durch seine Verwirrung dann ein bisschen rauskommt und mit uns spielen möchte. Aber leider nicht.
Ach, was soll's. So, ach, das war's schon. Sehr schön. Gut. Wunderbar. Also, die erste Passage ist erledigt. Stufenaufstieg machen wir beim nächsten Mal, weil es zeitlich wieder viel zu lange dauert. Und ja, schauen wir mal, ob wir es dann beim nächsten Mal schaffen, den Raumhafen zu erreichen und diesen Planeten lebendig zu verlassen.